für unsere Gemeinde, Synagogengemeinde zu Magdeburg, ist heutiges Tag ein historischer Tag. Wir legen heute gemeinsam mit Ihnen den Grundstein für den ersten Neubau einer Synagoge in Magdeburg seit der Shoah. In der Mitte unserer Stadt und in Sichtweite des Rathauses wird eine neue Synagoge, ein klares Bekenntnis zum Judentum in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalt sein. Und es ist gut, dass wir das Ganze auch mit der Geistlichkeit verbunden in einem Akt einmünden lassen, der zum Ausdruck bringt, was hier entstehen soll. Eine Synagoge, ein Bethaus, ein Versammlungshaus, ein Haus, was der Gemeinde dient, was aber ein offenes Haus ist und weit, auch aus der Landeshauptstadt heraus, in die Stadt und in das Land ausstrahlen soll, einladend wirken soll und uns zusammenbringen und zusammenhalten lassen soll. Die Gemeinde Magdeburg gehört wohl zu den ältesten auf deutschem Boden. Urkundlich wurde sie durch Kaiser Otto I. 965 erwähnt. In der Pogromnacht am 9. November 1938 zerstörten die Nazis die 1851 eingeweihte Synagoge der jüdischen Gemeinde und die DDR sah keine Veranlassung, den jüdischen, hier lebenden Menschen eine neue Synagoge zu bauen. Die Verhältnisse für die jüdische Gemeinschaft haben sich seit jenen dunklen Zeiten grundlegend geändert. Wir leben in einer freien und demokratischen Gesellschaft. Dennoch, bei aller Freude, die wir heute hier erleben, muss ich zum Ausdruck bringen, dass uns der zunehmende Antisemitismus große Sorgen bereitet. Vor mehr als 20 Jahren sprachen ein Mitglied der Synagogengemeinde und ich bei einer Gedenkveranstaltung in Rothensee gemeinsam diesen Text im Wechsel. Man hat den Meinen alles genommen. Ich und die Meinen haben es getan. Man hat den Meinen ihre Ehre, ihren Namen, ihr Leben genommen. Und die Meinen haben es getan. Die Meinen haben es getan. Als ich das wieder und wieder aussprechen musste, war sehr viel Scham und Erschrecken in mir. Die Meinen haben es getan. Mein Volk, meine Kirche, meine Stadt, meine Familie, alle sind sie irgendwie darin verwoben. Doch dann wurde mir bewusst, was es für ein Geschenk für mich war, dass ich trotz alledem neben mir diesen jüdischen Nachbarn hatte, der bereit war, einen solchen Text mit mir gemeinsam öffentlich zu lesen. Was es für ein Geschenk ist für mein Land, für meine Stadt, für meine Kirche, für meine Familie, dass wir jüdische Nachbarn haben, die mit uns reden, die bei uns leben und an einem neuen Miteinander bauen wollen. Wir können heute etwas dafür tun, dass unsere Nachfahren sagen könnten, die Meinen haben an der Synagoge mitgebaut. Die Meinen haben in guter Nachbarschaft mit den Jüdinnen und Juden
unserer Stadt gelebt. Die meinen sind allem Judenhass, aller Hetze und Gewalt entgegengetreten. Die meinen haben nicht vergessen, was für verbrecherische Folgen der Antisemitismus der Nazizeit mit sich brachte. Der Psalm, den ich singe, ist Psalm 121, der im Grunde genommen um Gottes Schutz und Wohlwollen für das Anstehende bittet. Zunächst die deutsche Übersetzung. Ein Stufenlied, ich erhebe meine Augen zu den Bergen, woher wird mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Erlasse dein Fuß nicht wanken, es schlummere dein Hüter nicht. Fürwahr, es schlummert und schläft nicht der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter, der Herr dein Schatten zu deiner rechten Hand, dass am Tage dich die Sonne nicht steche und nicht der Mond bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Übel, ja, er wird dich hüten. Der Herr wird behüten deinen Ausgang und deinen Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Me'ayin yavo yezri, ezri be'yim Hashem, ose shamayim v'aretz, aliten lamot raglecha, al yanom shomrecha. Hine lo yanom, ולא ישן שומר ישראל, השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. Hashem ishmocha mikora, ishmoch es nafshecha, Hashem ishmoch tzeizcha uvoyecha, mi'ata ve'ad olam. Es ist eine Verpflichtung aus unserer gemeinsamen Geschichte heraus, eine Geschichte, wo eine damalige Mehrheitsgesellschaft es nicht verstanden hat, dass wir nur gemeinsam mit einer gemeinsamen Wurzel auch an diesem Standort auch für die Zukunft einen Bestand haben können und wo der Holocaust faktisch das damalige jüdische Leben versucht hat auszulöschen. Und ich bin dankbar, auch durch die Wiedervereinigung noch ganz anders möglich, dass wir heute wieder ein lebendiges jüdisches Leben bei uns im Lande haben, auch hier in Magdeburg, und eine Gemeinde sich sozusagen auf den Weg gemacht hat, mit uns gemeinsam wieder dauerhaft Platz zu finden. Ich habe auch gerade mit Musik